Das war auch ein Abelard Heloisches Phantasma in meinem Leben. Das Leben der Grete Gödel zum Beispiel. Da man dem Tod nur durch eine einzige Methode ein Schnippchen schlagen kann, indem eine von Anfang an mit dem Vertragstext der Potentialität in der ternären Ordnung im Vertragswerk mit dem Großanderen und dem Großvieh die Potenz besitzt, die Weltenneugenerierung zu bewerkstelligen und das Ganze dann fortzusetzen und somit dem Tod kein Schnippchen zu schlagen, denn der Tod und das Leben, das ist das gleiche Eros Thanatos in seiner Wiederkehrverbindlichkeit. Es ist nur dann ein endgültiges Unterbrechen des Fadens, wenn eine weibliche sich diesem Vertrag entzieht und einen anderen Bundesladenvertrag unterzeichnet, indem sie zurückkehrt, das Terniere subvertiert und praktisch die ursprüngliche Dyadizität zwischen Mutter und Kind aufnimmt, indem sie den Mann an diese Stelle des Kindes setzt, als unverbrüchliches, als unverbrüchliche Treue bis in den Tod hinein, in gemeinsamem Werk schaffen. Nur das durchschneidet die Wiederkehrsnotwendigkeiten. Und nur das wäre zumindest phantasmatisch ein Akt gewesen, der dem Tödlichen ein Schnippchen schlagen könnte, indem es diese Ketten ein für alle Mal in ihrer Wiederkehr unterbindet und verhöhnt und die Liebe zum Leibe durch eine andere Liebe zum, was weiß ich, Phantasma des Geistes, der Arbeit, der Strukturausziehung unterbricht. Aber selbst die Damenanalytikerinnen entkommen dem weiblichen Gesetz nicht. Und wo finden Sie eine Schriftstellerin, die jemals alles über ihr Begehren geäußert hätte, preisgegeben hätte? Am ehesten noch solche, die in der psychosexuellen Orientierung selber Männer geworden sind und einem homophilen Ideal folgen, wie Sappho oder Virginia Woolf. Oder wie heißt die andere? Weiß ich jetzt nicht mehr. Edith Piaf war es sicher nicht. Ein Plath, Sylvia Plath.